Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim. Eberhard Weber ist einer der Großen der internationalen Jazz-Szene. Er war ein begnadeter Jazz-Bassist und er ist jetzt wieder in seine alte Heimat nach Stuttgart zurückgekehrt, weil auf der einen Seite Eberhard Weber 75. Geburtstag und es gibt auch noch zwei Jubiläumskonzerte. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen. Auch guten Morgen von meiner Seite. Gestern sind Sie 75 Jahre alt geworden. Ja. Ist das ein Datum, an das man sich erst gewöhnen muss? In gewisser Weise ja. Allerdings hat man natürlich viele Jahre, um sich darauf langsam vorzubereiten. Also früher habe ich, also mein schlimmstes Alter war damals 39. Weil ja. 40 war für mich schon, das war schon jenseits. Da habe ich am meisten gelitten, dass man alt wird. Aber 50 hat keine Schwierigkeiten, 60 keins und 70 keines. 75 ist nochmal ein bisschen eine andere Kragenweite, weil jetzt geht es Richtung 80 ja. Und dann geht es 85 und dann wird es doch kritisch. Dann weiß man, jetzt ist ne mit es. Sie leben seit, glaube ich, mehr als 10 Jahren in Südfrankreich. 20 Jahre ja. In Südfrankreich, in einem Dorf in der Nähe von Nîmes. Man sollte vielleicht dazu sagen, Sie sind insofern gesundheitlich ein bisschen gehandicapt, weil Sie vor etlichen Jahren einen Schlaganfall gehabt haben. Mit welchen Folgen für Sie, was auch Bewegung und alltägliche Verrichtungen also angeht? Also ich habe einen rechtsischämischen Schlaganfall, das heißt meine rechte Gehirnhälfte ist da gestört worden durch nicht ausreichenden Sauerstoffzufluss und jetzt ist die linke Hälfte sozusagen geschädigt. Das heißt das linke Bein, das linke Fuß, der linke Arm, das linke Hand. Alles, was daran hängt, selbstverständlich die Finger auch. Ja, und auch sogar das Gesicht noch ein bisschen. Also es hat auch, ich hoffe, dass man das nicht so hört, aber ich höre es, wenn ich spreche. Bei mir ist es immer so, das Gefühl, nicht taub, aber das Gefühl ist da, wie wenn ich einen Zahnarztspritzer bekommen hätte. Aha. Das kennt ja jeder, das Gefühl, klar, dass man dann so den Mund nicht mehr richtig zukriegt. Dieses Gefühl habe ich ständig. Können Sie Auto fahren? Ja, ich kann Auto fahren. Ich fahre wesentlich besser Auto, als ich zu Fuß unterwegs sein kann. Auf jeden Fall wesentlich schneller. Wie ist es in Ihrem Haus? Da habe ich jetzt alles eingerichtet mit Handläufen überall und wo es keine Handläufe mehr gibt, habe ich vielleicht mal ab und zu, wenn ich es wollte, einen Handgriff angebaut. Zum Beispiel, wenn ich meine Eingangstür verlasse, dann muss ich raustreten auf die Treppe. Dann habe ich also draußen auch einen Griff hin. Also ich habe das Haus sicher gemacht, sagen wir mal so. Idiotensicher für einen Gehandicapten. Wie lange hat es gedauert, bis Sie dieses Schicksal annehmen konnten für sich? Also das Wissen, dass es nicht mehr zurückgeht in die Normalität, das hat vielleicht, sagen wir mal, ein gutes Jahr gedauert, weil man immer noch Hoffnung hat. Und auch, es ist ja so, dass die behandelnden Leute, die Therapeuten und die Ärzte alle nicht sagen wollen, das war's, gib deinen Zirkus auf und so weiter, weil es immer noch die Möglichkeit geben könnte, dass irgendwie das wieder besser wird. Mhm. Aber jetzt im Abstand, natürlich jetzt sind es fast 8 Jahre her, fast auf einen Monat bald, jetzt kommen alle mit der Wahrheit raus und sagen, ja, im Prinzip haben wir es damals schon gewusst, nur wollten wir dich eben nicht schockieren. Und weil es gibt ja auch Situationen, dass da jemand aus dem Fenster springt, nicht? Wenn er merkt, es geht nicht mehr weiter. Das war bei mir nie der Fall, weil ich Gott sei Dank nicht unter Depressionen leide, nie gelitten habe, nicht mal weiß, was das ist, nur von anderen, wo ich es halt mitbekommen habe. Und da, insofern habe ich da wahnsinnig Glück gehabt. Wir haben gerade über den Schlaganfall gesprochen, den Sie erlitten haben, mit den bekannten gesundheitlichen Folgen und natürlich auch mit dem Umstand, dass Sie Ihr geliebtes Instrument quasi von einem Tag auf den anderen nicht mehr spielen konnten? Also ich habe natürlich sehr gerne gespielt Bass, das ist ohne Frage richtig, aber ich war kein Bassbesessener. Das heißt, wenn ich nicht spielen musste, habe ich nicht gespielt. Aha. Im Gegensatz zu vielen Kollegen, die halb durchdrehen, wenn sie mal einen Tag lang ihr Instrument nicht anfassen können, aber mich hat das nie gestört. Wenn ich unterwegs war und mal von der Tournee zurückkam und ich hatte jetzt eine 2 oder 3 Wochen Pause bis zur nächsten Tournee, da stand der Bass in der Ecke und ich habe ihn, das hat mich auch nicht gestört. Aha. Ich habe dann nach 3 Wochen wieder angefangen zu spielen. Okay, aber jetzt mit dem Schlaganfall und nach dem Schlaganfall ging das nicht mehr, was für Sie dann insofern einfacher, als Sie gesagt haben oder sagen konnten, ich bin ja auch Komponist, komponieren kann ich weiter? Natürlich haben viele Freunde gesagt, nachdem du jetzt nicht mehr spielen kannst, komponier doch. Für dich oder für andere, je nachdem, was für Projekte vorliegen. Und ich habe eine Selbstanalyse dann anstellen müssen und festgestellt, es geht deshalb nicht, weil ich seither alle meine Kompositionen irgendwie mit meinem Bass zusammen dargeboten habe. Also ich habe immer irgendwann mitgespielt und habe dann festgestellt, es hat keinen Wert. Ich kann nicht für andere Leute komponieren, ohne dass ich meinen Bass, den Klang dazufügen kann.
Insofern war es für mich klar, im Grunde wäre eigentlich meine Musikkarriere jetzt zu Ende, weil ich kann weder spielen noch komponieren. Ja. Das bin dann nicht mehr ich, weil okay. mein Ton immer dazugehört, mein Basston. Aber wie haben Sie dieses Vakuum dann gefüllt, nicht mehr Bass spielen zu können, auch nicht mehr zu komponieren? Ja, zunächst einmal ist man mit seinem Gesundheitszustand oder mit seiner Behinderung beschäftigt, weil es ja nichts geht mehr schnell. Was die Tragik an der Sache ist, es gibt kein Automatismus mehr. Alle, die jetzt da irgendwie sitzen oder egal wo sie sitzen, vor dem Radio oder sonst wie, können ohne im Geringsten daran zu denken aufstehen und irgendwo hingehen, was holen, was weglegen. Mhm. All diese Sachen sind für mich jetzt zu einer bewussten Handlung geworden. Ich muss mir 10-mal überlegen, ob ich jetzt aufstehe. Ich muss mir überlegen, wo ich meine Füße hinsetze, damit ich richtig die Balance finde und hochkomme. Ich gebe ein ganz kleines Beispiel aus dem Alltag. Ich sitze in meiner Küche und habe mir ein Ei gekocht. Mhm. Habe das Salz vergessen. Sitze aber schon da. Das Salz steht da drüben auf der Anrichte. Und dann bleibe ich sitzen und dann esse ich halt das Ei ohne Salz. Weil zu der Anrichte zu gehen, ist eine Riesenanstrengung für mich. Ich muss aufstehen, langsam rübergehen, darf nicht fallen, nehmen mit der gesunden Hand, rübergehen, wieder mich zu hinsetzen. Der Stuhl darf nicht wegrutschen. Ja. All diese Sachen, die sind jetzt so normal geworden für mich, dass mein tägliches Leben eigentlich enorm dadurch beeinflusst wird. Und ich muss an der Sache der Rechnung tragen. Das einzig Unangenehme an der Sache ist im Prinzip, abgesehen von der Beschädigung, dass es keine Verbesserung geben kann und ich jetzt damit den Rest, was immer übrig ist von meinem Leben, damit zurechtkommen muss. Droht eine Verschlechterung? Es droht eine Verschlechterung. Das heißt, ich mache ja jede Woche zweimal eine Stunde Physiotherapie, wo ich dann hinfahre mit meinem Auto in die Kleinstadt Uzès, eine wunderschöne Kleinstadt in meiner Nähe, also noch näher als Nîmes. Die ist eigentlich dazu da, damit man den Status quo erhält, dass es nicht schlechter wird. Dazu muss ich aber gleich eine Einschränkung dazufügen, weil ich fühle mich schlechter als früher. Und zwar deshalb, weil Verbesserungen ausbleiben. Und mein mentaler Hirnwindung sagt mir, wenn keine Verbesserung eintritt, muss es Verschlechterung sein, obwohl es Stillstand ist. Okay. Stillstand wird von mir als Verschlechterung eingruppiert. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit. Eberhard Weber, großer deutscher Jazzmusiker, der seit 20 Jahren in Südfrankreich lebt. Es hat die Terroranschläge von Paris gegeben. Wie haben Sie das mitbekommen und wahrgenommen, Herr Weber? Ich habe eine französische Zeitung unten, Midi Libre heißt das Ding, abonniert. Die kommt jeden Tag raus, die ich auch unterstützen wollte, weil sie tagtäglich rauskommt. Und ich wollte die Journalisten dort auch unterstützen mit meinem Abonnement. Und selbstverständlich war das da überall dann drin, klar. Schlagzeile und so weiter. Im Dorf selber habe ich ja auch französische Freunde, aber das hat sich jetzt zufälligerweise nicht ergeben, dass ich die jetzt getroffen habe. Ich weiß nur über andere Kanäle und Umstände, dass es Frankreich natürlich verheerend getroffen hat. Schwer nachvollziehbar vielleicht, dass Karikaturisten eventuell mit 9-11 verglichen werden können, aber das Gefühl der Franzosen ist tatsächlich, dass das war deren 9-11 jetzt. Ja. Und es ist ganz schwer, einen Vergleich zu finden, aber wie wenn jetzt Loriot plötzlich ermordet worden wäre und Hildebrand dazu und all, also es stimmt kein Vergleich, aber da wären auch die Leute plötzlich, was ist jetzt los, oder berühmte Schauspieler würden plötzlich alle erschossen werden, die wir alle lieben und sowas. Und Frankreich hat diese Leute geliebt bis zum geht nicht mehr und die sind jetzt weggeschossen, also die sind wirklich, Frankreich hat tatsächlich schwerstens getrauert. Diese riesige Solidarität, die es international gegeben hat, tröstet es wenigstens ein Stück weit die Franzosen, was denken Sie? Glaube ich ja, das macht schon was aus, ja. Das waren ja im weitesten Sinne auch Kollegen von Ihnen. Ich frage deshalb, Es gibt ja auch Islamisten in Afrika beispielsweise, die Musik verboten haben. Ja, also natürlich habe ich auch in dieser Zeitung mitbekommen, dass auch in der relativen Umgegend, wo ich da lebe, diese radikalen Typen gibt, die auch in Syrien waren und zurückgekommen sind. Also man ist sich sehr bewusst, dass da drüben jeden Tag irgendwas passieren kann. Und natürlich mag ich nicht daran denken, dass in meinem winzigen Dorf, so wirklich ein kleines Dorf, ich glaube 100 Einwohner oder sowas, dass da was passieren soll. Aber Hat Frankreich nach dem, was Sie da gerade erzählt haben, nicht auch ein riesiges Integrationsproblem und ist da in der Vergangenheit relativ viel schiefgelaufen? Ja, glaube ich. Na gut, es ist natürlich jetzt, die haben ja Staat und Kirche getrennt, was ich ja gar nicht so schlecht finde, im Gegensatz zu Deutschland, wo man noch Steuern zahlen muss und so weiter. Das ist ja da völlig unbekannt bei denen. Ja, aber sonst gibt es auch eine Trennung von Staat und Kirche in Deutschland, im Wesentlichen. Ja. Es ist besser geworden, glaube ich. Ich muss
etwas gestehen, dass ich mich eigentlich um solche Dinge wenig kümmere, weil ich habe das große Glück, dass ich also deutsches Fernsehen anschauen kann. Und nur gelegentlich schaue ich mal den französischen Fernsehen an und da ist sehr viel Werbung drin, das stört mich dann. Insofern schalte ich dann lieber um, bevor ich mir das alles anhöre. Insofern muss ich mich als Künstler-Idiot da outen, indem ich sage, lass mich in Ruhe, dafür verstehe ich nicht so viel. Das ist natürlich eine billige Ausrede, das weiß ich schon, aber ich beschäftige mich eigentlich nicht so sehr mit solchen Dingen. SWR 1 Baden-Württemberg, Leute, wir nehmen uns die Zeit. Mit dem Jazzmusiker, Jazzbassisten und Jazzkomponisten Eberhard Weber, der jetzt aktuell seine Autobiografie veröffentlicht hat. Bedeutet Eberhard Weber veröffentlicht auch selbst geschrieben? Ja, absolut selbst geschrieben. Da kommt mir kein Ghostwriter an. Okay. Nein, natürlich gab es den Lektor, das ist ganz klar, das brauche ich auch, logisch, aber alles selbst geschrieben. Nach welchen Kriterien sind Sie vorgegangen? Was war wichtig in Ihrem Leben? Was haben Sie rausgelassen? Ich habe drauf losgeschrieben. Ich habe mich meistens abends hingesetzt beim wunderschönen französischen Rotweinglas, auch mal eins zu viel, und habe mir dann Notizen gemacht, was könnte von Interesse sein, meine sogenannten Fans, was könnte die interessieren, und habe mir dann Stichworte gemacht und am nächsten Morgen habe ich mir dann die angeguckt und mich gefragt, ist das zu viel Rotwein da drin oder kann man darüber schreiben? Okay, mit anderen Worten, Sie haben auch das ein oder andere Blatt Papier weggeschmissen. Ja, das ist selbstverständlich. Ich habe also verschiedene Sachen, die mich dann an Frankreich ärgern. Das ist das zu dichte Auffahren, der Autofahrer und das zu schnelle Fahren, das falsch Überholen. Und also okay. Das habe ich dann auch mal niedergeschrieben, aber gedacht, das muss jetzt nicht sein. Okay, ansonsten kommen natürlich sehr viele Freunde, Kollegen, Weggefährten vor. Diejenigen zu beschreiben und skizzieren, die man mag und die man schätzt, ist einfach. Wie sind Sie denn verfahren bei Kollegen, mit denen Sie entweder nicht konnten oder deren Werk Sie nicht geschätzt haben? Kritik ist eigentlich nur am Rande drin, glaube ich mal. So, vielleicht den einen oder anderen, dass ich dies und jene Periode besser fand oder das. Ja, in dem Nebensatz. In dem Nebensatz, ja. Aber ich wollte ja jetzt keine Abrechnung machen. Ich sehe auch keinen Grund, eine Abrechnung zu machen, weil ich sehr viel Glück hatte in meinem Leben und immer mit den richtigen Leuten zur rechten Zeit irgendwie gespielt habe und die mich, das hat sich alles eins zum anderen ergeben. Und insofern habe ich also keine Kritik anführen wollen. Ihre Karriere sozusagen von hinten betrachtet erscheint völlig klar und plausibel. Wenn man es aber sozusagen aus der damaligen Zeit anguckt, dann war es ja irgendwas Verrücktes. Also nach dem Krieg, wo alles auf Sicherheit aus war, gab es diesen Eberhard Weber wohnhaft in Esslingen, der durchs Abitur geflogen ist, keine Böcke hatte, das zu wiederholen und dann irgendwie in dieser obskuren Jazz-Szene aufgeschlagen ist. Mhm. Viele Stuttgarter fragen mich auch, was erinnerst du an Stuttgart? Da gibt es eine ganz seltsame erste Schnapsidee, Schnaps nicht, aber eine Idee, die mir ins Kopf schießt. Rotweinidee? Nein, noch vor dem Rotwein, da war ich noch ganz jung. Es ist unvergesslich, wenn der Fliegeralarm war, damals mit Sirenen und so weiter, wir in den Keller gehen mussten und wir kamen wieder rauf, Nacht war ja meistens nachts und um Mitternacht oder wann immer das war, war der Himmel in Esslingen blutrot. Man wusste, Stuttgart brennt. Mhm. Also das ist so, wenn Stuttgart aufkommt, muss ich sagen, Stuttgart brennt. Okay, eines der frühesten Kindheitserlebnisse. Ja, würde ich sagen, ja. Und die Tante wohnte dort und der Onkel und gibt es die dann noch? Obwohl das hat mich damals als Dreijähriger nicht interessiert. Schon, die dürfen nicht sterben, aber es war nicht wie bei den Eltern der erste Gedanke, was ist jetzt mit Tante und Onkel, sondern bei mir war blutroter Himmel. Nicht? Und das ist unvergesslich, dieser Eindruck. Hatten Sie trotzdem in diesem frühen Alter ein Gefühl von Sicherheit, weil es gab ja die Eltern und es gab jemand, der sich um Sie gekümmert hat? Ich hatte kein Gefühl der Unsicherheit. Muss ich dazu sagen. Sicherheit war automatisch. Eltern sind normal Eltern, wie sie sind. Man akzeptiert sie, egal ob sie jetzt gut erzogen haben, schlecht. In einem gewissen Alter sind halt die Eltern, wie sie sind. Und man nimmt sie so hin und so war es bei mir auch. Es gab keine großen Probleme zwischen meinen Eltern, soweit es mir bekannt ist. Aber ja, gut. Okay. Wenn man sich Ihre Familie anguckt, dann könnte man auf die Idee kommen, das war logisch, weil der Vater Musikwissenschaftler und Cellist und die Mutter eine, ich weiß gar nicht, wie gute Sängerin? Der Familie hat es gefallen, aber mir nicht. Okay, sie war spezialisiert auf Schubert-Lieder? Ja, Schubert und Hugo Wolf und solche Sachen. Und das war auch nie ihr Ding? Nee, es war nie zu mein soft, Ding. Zu romantisch? Ja, nein, das hat mit der Musik nichts zu tun. Meine Mutter hat mit dem Kinn gewackelt. Das hat mich gestört. Das irgendwie.
Konnten Sie ihr das nicht abtrainieren? Oh nein, die Eltern waren Eltern und da durfte man nichts dagegen sagen. Also, Mutter, wie siehst du blöd aus? Das kann man nicht sagen. Okay, damals war das nicht möglich. Vielleicht ist es heute möglich, aber damals war das unmöglich. Das klingt nach großer Strenge, die Sie in Ihrem Elternhaus erlebt haben. War das so? Ja, würde ich schon so sagen. Also ja, ich wurde nicht geschlagen. Oder ganz, ganz selten mal. Also kaum, vergleichsweise kaum. Aber ich war eine sehr strenge Mutter auf jeden Fall und mir wurde nichts erlaubt. Ich durfte meine ganze Jugend lang, ich bin nie auf einem Baum gewesen, nie auf einen Baum geklettert. Da könnte ja was passieren. Ne? Und so diese, also dieses könnte ja. Zu gefährlich. Das wäre zu gefährlich. Oder irgendwie damals gab es noch Ochsenkarren, wo man so hinten drauf springen konnte. Das gibt es ja alles heute nicht mehr. Durften Sie auch nicht? Auch nicht. Als ich es einmal gemacht habe, bin ich prompt runtergefallen, natürlich, logisch. Also mit 6 Jahren haben Sie Cello gelernt, dann Klavier, dann kam der Bass. Und wann war der Punkt, wo für Sie klar war, ich will mein Leben der Musik widmen und ich will mit der Musik auch mein Geld verdienen? Ich glaube, dass es den Moment gar nicht gab, sondern dass das sich so gewachsen ist. Wie gesagt, ich habe Cello gespielt und irgendwann habe ich mal diese etwas lockere, leichtere Musik, sagt man ja da in Deutschland, blödsinnigerweise. Und es war damals Rock Around the Clock mit von Bill Haley. Aha. Und das war so eine Art Blues-Harmonik-Schema, was man nicht als Jazz bezeichnen kann, aber diese Harmonik war da drin und da habe ich gedacht, das klingt irgendwie gut und habe das dann auch im Klavier versucht, so ein bisschen so Boogie-Woogie zu spielen, was wir halt damals alle so gemacht haben. Und da ist offenbar das Interesse entstanden für den Jazz, aber natürlich niemals als Profi, niemals, weil mein Vater, wie gesagt, Musiklehrer, Privatmusiklehrer, hat Unterricht gegeben, war nicht sonderlich erfolgreich, hat sehr viel gearbeitet, nach dem Motto, mach du lieber was, lern du was Gescheites. Ja, okay. Also das geht nicht so. Und meine Mutter hätte alles haben wollen. Ich hätte sogar Pfarrer werden können. Fest angestellt und unkündbar, das wäre es gewesen für meine beiden Elternteile. Dann ist es ganz anders gekommen. Dann gab es diesen ersten legendären Auftritt im Gasthof Jägerhaus in Esslingen am 31. Dezember des Jahres 1957. Richtig, ja. Die Gage war damals wie hoch? Astronomisch, 100 D-Mark. Für Sie allein? Ja. Wahnsinn. Ja, wir haben ja 8 Stunden gespielt am Stück. Das waren ja nach damaliger Währung 30 Flaschen guten französischen Rotweins. Ja, der war damals noch nicht in Avoque bei mir. Nee, aber das war astronomisches Geld, das ist richtig, ja. Trauriges Schicksal, ich habe die beiden eingeladen, den Arno Kissler und den Adolf Wagenseil, so waren deren Name. Gitarrist und Akkordeonist, die habe ich beide eingeladen, die wollten kommen. Jetzt kommt nur noch Adolf Wagenseil, weil Arno Kissler vor wenigen Tagen verstorben ist. Aha. Auch in den 80ern, so ist das halt nun. Diese Einschläge kommen jetzt in unserem Alter immer näher. Wir wollten über die wilden 60er Jahre sprechen. Da ist mir aufgefallen, 68 war Rebellion, war Revolution, war freie Liebe und Eberhard Weber geht zum Standesamt und heiratet. Ja, das war auch sehr seltsam. Ich habe meine Frau kennengelernt im NDR, die war damals in der Jazzredaktion des NDR da beschäftigt als Assistentin oder glaube ich, war sie keine Redakteurin. Und ich habe sie dort kennengelernt und schätzen und lieben und so. Ja gut, also das ging alles dann über längere Zeit hin und her. Ich bin ab und zu mal hochgefahren nach Hamburg, ich war in Stuttgart damals, ich war in Stuttgart, eine Bude in Stuttgart, ich war damals beim Film, beim Werbefilm. Oder sie flog ab und zu runter und dann wurde es uns irgendwann zu teuer und zu umständlich. Da haben wir gesagt, nach 10 Wochenenden, wir haben uns 10 Wochenenden gesehen, jetzt hat es keinen Wert mehr, jetzt ziehen wir lieber zusammen. Ja, und wie haben die Kollegen und Freunde reagiert? Die haben das gar nicht mitgekriegt. So. Sie haben es wohlwissend verheimlicht. Ja, verheimlicht nicht, aber ich hatte nur meine beiden besten Freunde, die waren Trauzeugen. Dann. Okay. Aber sonst habe ich ja keinerlei Brimborium drumherum gemacht. Wir haben nicht so groß gehochzeitet und mit, ich glaube, ich hatte einen dunklen Anzug wohl sicherlich an, aber so genau weiß ich das gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir schockiert. Maja, meine Frau, so hieß sie ja. Wir waren schockiert, als wir dann dieses Standesamt-Gelaber da über uns haben ergehen lassen in Esslingen im Standesamt und standen unabhängig voneinander und haben uns angeguckt und gesagt, was haben wir uns? Haben wir uns gerade verkauft? Ist ja furchtbar. Okay. Jetzt sind wir nicht mehr frei. Jetzt haben wir gerade gesagt, das ist auf Zeit und Leben, du bist der Tod und dann, alles, was da alles da drin steht, furchtbar. Wir können uns alle wieder scheiden lassen jetzt, weil wir hatten bereits eine Wohnung bekommen. Das darf man nicht vergessen, zu der Zeit bekam man als Unverheirateter keine Wohnung. Und man muss auch im Nachhinein dazu sagen, das Versprechen hat ja auch ein Leben lang gehalten. Also sie waren mit ihrer Frau zusammen und ich glaube, sie ist vor vier Jahren gestorben. Ja, und war auch eine wichtige Frau für Sie, die hat alle Plattencover gestaltet.
Das war Ihr Erfolgserlebnis über ECM für mich. Ihr Erfolgserlebnis, das ich ihr zuschreiben muss, ist, dass sie eigentlich aus mir eigentlich erst den Musiker gemacht hat. Weil ich war ja so elend, also in Anführungsstrichen, erzogen. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ich war beim Film damals, der hat dann pleite gemacht. Das war das erste große Ölkrise. Da hat gerade gebaut und da konnte er nicht mehr zahlen, war pleite. Ging ich zu IBM, nach Sindelfingen damals noch. Und war kreuzunglücklich in deren Filmabteilung. Und meine Frau hat das gesehen und gesagt, hör auf, mach endlich das, was du kannst, und das Musik. Aha. Wir springen rein, entweder schwimmst du oder gehst du unter, oder wir gemeinsam. Und das hat auch funktioniert? Das hat funktioniert. Also ohne ihren Schub, aha, bin ich nicht sicher, ob ich mich so schnell umentschieden hätte. War sie für Sie auch sowas wie eine Managerin? Nee, so weit ging es nicht. Nein, aber sie hat als ich dann in meiner ersten Band, oder in der ersten Band war, bei Dave Pike, dem amerikanischen Vibraphonisten, und Volker Kriegel war dabei, hat sie gesagt, ja, willst du denn ewig Bassist bleiben? Fang doch mal an zu komponieren. Also sie hat auch das initiiert, worauf dann auch dann irgendwann ziemlich schnell eine Colors of Chloe entstand. Also das hat sie veranlasst quasi. Ich war da viel zu weit weg oder zu uninteressiert oder was weiß ich. Eberhard Weber, der als Jazzmusiker in den vielen Jahren und Jahrzehnten seiner Karriere in der ganzen Welt aufgetreten ist, Europa, glaube ich, komplett bis auf Andorra. Ja, Grönland. Monaco glaube ich auch. Und Grönland nicht. Ja, Grönland auch. Südamerika nicht. Alles außer Feuerland? Ja, ist auch alles drin, ja. Asien? Asien ist eigentlich auch alles drin. Unbedingt noch gemacht werden hätte müssen Afrika, nachdem also 1000 Staaten entstanden sind. Okay. Also Afrika war ich nur im Norden und bis zum Sudan habe ich es geschafft. Ägypten auch drin und da Libanon, da drüben natürlich auch, der Nahost. Wo sind Sie am liebsten aufgetreten? Oh, also es gibt jetzt kein Lieblingspublikum. Ich kann sagen, das seltsamste Publikum war mal in Jugoslawien. Aha. Das war das eigenartigste Publikum, was ich je hatte. Warum? Weil ich habe mit meiner Kadersgruppe gespielt, die europaweit und weltweit sehr erfolgreich war. Und wir wurden überall, nicht das mal so protzig sagen darf, umjubelt. Und wir kommen nach Jugoslawien, ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt das war, und spielen unsere besten Stücke und das Publikum reagiert null. Mhm. Das Stück hört auf, keine Hand rührt sich. Ich glaube, das darf doch nicht wahr sein, was ist jetzt los? Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir unser größtes, bestes Stück, unsere beste Zugabe gleich mal spielen. War mühsamer Beifall, nur so 3-4 Leute. Dann habe ich gedacht, was ist jetzt hier passiert? Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das Gegenteil, spielen mal eine ganz ruhige Ballade. Und dann, die hat schön ausgeklungen, die Ballade, und dann fingen die tatsächlich an zu klatschen während des Ausklangs. Aber ich dachte, die wollen das haben. Aber kaum war das letzte Ton verklungen, waren sie wieder still. Erklärung? Ich kann es heute noch nicht sagen. Ja. Und dann gab es Pause, wir gingen in die Pause. Und ich habe gedacht, die kommen ja niemals zurück, das kann ja nicht sein. Denen gefällt es nicht. Aber das Saal war genauso voll wie vorher. Okay. Also ich weiß weiterhin nicht, was da los war. Dann gibt es noch, Eberhard Weber, diese schöne Anekdote aus Kopenhagen. Also sie kamen irgendwie aus Übersee, hatten Jetlag und haben diesen Jetlag mit Weißwein bekämpft. Und dann ist auf der Bühne was passiert? Ja. Genau dann hat mich der Jetlag getroffen, also die Übermüdung, gegen die man ja nun, wer das jemals erlebt hat, nichts machen kann. Man versucht verzweifelt die Augen zu öffnen und ich spiele ja immer mit meinem Hocker da. Aha. Und die Augen konnte ich nicht schließen, weil ich wäre sofort eingeschlafen, dann vom Hocker gefallen sozusagen. Das wäre so viel zu gefährlich gewesen. Die Augen mühsam offen halten, das war alles Halbmast, so die Augen da halbwegs unten. Also ich habe gekämpft wie ein Vollidiot, um da wie ich das geschafft habe, weiß ich nicht mehr. Aber Sie haben es durchgestanden. Ja, irgendwie, ja klar, darf ja nicht aufgeben. Gibt es im Rückblick für Sie ein bestes und ein schlechtestes Konzert? Es gibt ein schlechtes Konzert, das ich mal spielen musste in Warschau mit dem Michael Naurer zusammen. Das hing aber damit zusammen, dass ich der örtlichen Soundcrew meinen Ton gegenüber so verstellen musste, dass es für die offenbar gut klang. Und für mich war das auf der Bühne unspielbar. Aha. Das war nur noch ein ganz dünner irgendein Sound. Konnte nicht mehr spielen. Ja. Also ich habe dann irgendwie das durchgeboxt. Aber das war unvergesslich, dieses schlechte. Also wenn man so sagen muss, das war wohl das Schlechteste. Schwieriger ist das Beste, weil da fällt mir eigentlich nichts ein. Außer, dass ich mal mich selber mit dem wärmsten und schönsten runden Klang gehört habe. Das war mal irgendwo in Bremen in so einem kleinen Jazzclub. Aha. Weil da war direkt unter der Holzbühne, wo ich da saß, war ein Solokonzert, da war ein Subwoofer und der hat einen so wunderbaren, dunklen, runden Sound mir gegeben, dass ich hätte spielen können bis zum geht nicht mehr. Okay. Aber ob das Konzert deshalb besonders gut war, das kann ich jetzt wirklich nicht sagen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit. Mit einem Mann, der in diesen Tagen gefeiert wird. Eberhard Weber, großer deutscher Jazzmusiker, gestern 75 Jahre alt geworden. Passend dazu ist auch seine Autobiografie erschienen. Dazu gibt's heute und morgen Abend im Stuttgarter Theaterhaus jeweils ein Jubiläumskonzert. Wobei ich gar nicht sicher bin, ob Sie so der Typ sind, der sich so gerne öffentlich feiern lässt. Ja, das ist zweischneidig. Also natürlich schon, ich bin stolz drauf. Ich wäre auch idiotisch, wenn ich es nicht wäre. Das ist schon klar. Aber es ist so auch zweischneidig, weil wenn man da jetzt so gefeiert wird, so mit Ovationen, ja, das ist schon irgendwie so eine, so fast wie eine Beerdigung. Also, ja, das geht in die Richtung. Da werden Reden geschwungen, was man alles Tolles gemacht hat. Eigentlich im Prinzip nur wie am Sarg auch. Also. Dann hoffen wir mal, dass es heute und morgen doch ein bisschen anders kommt. Ja, also es treten verschiedene Musiker auf, dazu die SWR Big Band. Mhm. Sie werden treffen auf einen, mit dem Sie verdammt viel Lebenszeit verbracht haben, Jan Gabarek. Mhm. Freuen Sie sich drauf, ihn wiederzusehen? Alle. Ich meine, Jan Gabarek habe ich zum letzten Mal jetzt im letzten Sommer gesehen, also mal mit seiner und meiner früheren Band in einer Nähe bei mir auf einem Festival gespielt hat. Da haben wir uns dann mal wieder getroffen. Das ist auch im Buch dann, das letzte Bild stammt davon. Also das ist, also wir hatten eigentlich immer eine telefonische Verbindung. Aber gesehen haben wir uns bis dato nicht. Es hätte ja auch keinen Anlass gegeben, dass er mal runterfliegt zu mir und extra Hand zu schütteln. Das sind Kinkerlässchen, okay. Das muss nicht sein. Sie werden heute Abend und morgen Abend natürlich auch noch andere Kollegen treffen. Pat Metheny beispielsweise, Gary Burton. Kate Bush wird vermutlich und leider nicht kommen. Das ist richtig. Ich hab mit ihr immer noch einmal so lockeren E-Mail-Kontakt. Ansonsten haben wir ja nichts mehr zu tun, weil ich ja nicht mehr spielen kann. Sie kann ja meine Dienste nicht mehr annehmen. Ich muss dazu sagen, Sie haben, glaube ich, auf 4 Platten von ihr jeweils Bass gespielt. Sowas wird es sein. Aber nur partiell, also nicht durchgespielt, sondern partiell mal da eine Melodie, mal dort ein bisschen was drunter. Es ist wunderschön, dass ich diese Leute nach Jahrzehnten, muss man ja sagen, wieder treffe endlich mal. Ich kann mich erinnern, Pat Metheny habe ich zum letzten Mal in einem Restaurant am Osloer Flughafen irgendwann gesehen. Aha. Aber das sind so Lichtblitze, das war damals und er wird es genauso wenig wissen wie ich und so. Man sieht halt mal den einen oder anderen irgendwo. Wir haben vorhin versucht, ein bisschen Bilanz zu ziehen Ihres künstlerischen Schaffens, wobei mir noch eingefallen ist, eins steht eigentlich über allem, das ist der Begriff Warten. Als Künstler wartet man doch eigentlich immer auf ein Flugzeug, auf ein Visum, auf eine Probe, auf einen Auftritt, auf die Kollegen. Also ich bin aber ein Pünktlichkeitsfanatiker. Ich weiß nicht, ob der Schwabe an sich, ich bin ja Schwabe, ein Pünktlichkeitsfanatiker ist, aber ich bin es auf jeden Fall. Wir waren die pünktlichste Band der Welt, also bei uns konnte man die Uhr stellen. Aber auch das Konzertende war genau 22.10 Uhr, konnte man sagen, vielleicht mal 22.12 Uhr, aber das ist dann schon. Es berührt mich, dass ich plötzlich etwas geworden bin, was ich mir nie vorstellen konnte. Als ich anfing, Musik zu machen, habe ich davon geträumt, vielleicht kann ich mal mit Erwin Lenz Orchester mal spielen. Tanzorchester, das irgendwie. SDR. Ja, das wäre doch toll, das wäre doch die Kraft.